Willkommen bei der Prognose des 22. Spieltages der 2. Bundesliga. Wenn dich auch die Spiele der 1. Liga interessieren, dann kommt heute um 13 Uhr auch ein Video. Das findest du, wenn du oben auf das i klickst. Falls dich nur die Einzelspiele interessieren, sind die Timestamps ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Wir legen direkt los mit dem ersten Spiel. Das ist am Freitag um 18.30 Uhr Rostock gegen Werder Bremen. Da tippe ich auf ein 2:1 für Bremen. Die sind momentan super in Form. Also dieser Trainerwechsel hat sich definitiv rentiert. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr sehen wollt, liked das Video und abonniert den Kanal. Auge gegen Kiel, das nächste Freitagsspiel. Ein 1:0 für Kiel. Die sehe ich momentan stärker. Tatsächlich ist Kiel, ja gut, ich will jetzt nicht viel sagen, aber nur noch 10 Punkte vom Aufstiegsplatz entfernt. Samstag um 13.30 Uhr haben wir den HSV gegen Heidenheim. Die Hamburger, was ein Spiel gegen Darmstadt, absolut zerstört haben die da. 3:1 ist hier mein Tipp. Karlsruhe gegen Nürnberg ein 1:1. Nürnberg hat ja absolut enttäuscht. Die wurde von Ingolstadt mal komplett weggefegt am letzten Spieltag. Paderborn gegen Dresden, habe ich auch ein 2:1 für Paderborn. Die werden sich da oben noch, ja, die werden noch eine Weile da oben mitspielen. Regensburg gegen St. Pauli, das Topspiel, tippe ich auf ein 1:0 für St. Pauli. Das ist ein knappes Spiel, man muss langsam sagen, ja, die St. Paulianer, die müssen wirklich langsam mal ein bisschen mehr Konstanz reinfinden, auch wenn ich hier auf den Sieg tippe. Bei ihnen zeigt die Formkurve nicht gerade nach oben. Ingolstadt gegen Sandhausen, das ist das erste Sonntagsspiel um 13:30 Uhr. Da tippe ich auf ein 1:0 für für Ingolstadt. Die werden das Ding holen im direkten Abstiegsduell gegen Sandhausen, gegen den 18. oder gegen den dann 18. Düsseldorf gegen Schalke, 2:0 für Schalke. Die sind defensiv langsam immer stabiler. Die werden das Ding gewinnen, relativ solide. Und Darmstadt wird sich ein bisschen den Frust von der Seele schießen und 4:1 gegen Hannover gewinnen. Das sind also die Tipps. Wir schauen auf die Tipptabelle. Da sehen wir, dass sich tabellarisch nur ganz unten was tut. Ingolstadt geht vor Aue und ein bisschen Mittelfeld. Paderborn geht vor Nürnberg. Aber sonst haben wir alles das Gleiche. Aber es rückt immer näher zusammen. Zwischen von Platz 1 bis Platz 5 sind nur 2 Punkte. Ich hoffe, die Prognose hat euch gefallen. Schaut gerne bei der 1. Liga vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und schönes Wochenende. Ciao, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal und liked das Video.